Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich war vor kurzem bei Action und habe was sehr Interessantes entdeckt. Und zwar Curly-Produkte. Natürlich musste ich sie mitnehmen und werde sie jetzt hier in diesem Video austesten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, kommen wir mal dazu, welche Produkte ich mir überhaupt gekauft habe. Und zwar führt Action jetzt so eine Curly-Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob die Marke Curls heißt. Also auf der Verpackung steht Curls Just Wanna Have Fun drauf. Finde ich richtig cool. Und zwar habe ich mir das Shampoo nicht gekauft aus dieser Reihe, weil das Shampoo Sulfate enthält und Silikone und ganz viele Alkohole. Deswegen, also ich bin gerade so bei der Haarwäsche sehr, sehr pingelig. Also was Styling-Produkte und so angeht, ist mir das eigentlich egal, weil das Ganze kann ich ja mit einem guten Shampoo wieder rauswaschen. Sofern sie wasserlösliche Silikone drin haben, aber jetzt so bei Haarwäsche bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Deswegen habe ich mir die Haare nämlich ganz normal mit Babyshampoo gewaschen. Ich finde, damit kommt man sehr gut klar, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Shampoo seid, die so frei von allen möglichen schlechten Inhaltsstoffen sind, dann probiert es mal Babyshampoo. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt das hier haben, also das von Hip oder Bübchen geht auch. Die sollen sogar noch viel besser sein als Penaten, aber ich habe jetzt das von Penaten verwendet. Und die Produkte, die ich mir gekauft habe von Action, sind einmal dieses, diesen Conditioner. Und zwar, wie gesagt, Curls Just Wanna Have Fun. Für kaputtes, trockenes Haar. Das Problem ist leider hier bei dieser Spülung, dass es nämlich einen Wirkstoff hat. Und zwar Amodimeticone ist ein bedingt wasserlösliches Silikon. Also es ist nicht ganz so schlecht. Man kriegt es mit einem guten Shampoo wieder raus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es ein Conditioner ist. Und wie gesagt, bei der Haarwäsche bin ich mittlerweile sehr pingelig. Also ich achte darauf, dass die Produkte sulfatfrei und silikonfrei sind. Deswegen fand ich das sehr schade, dass hier gerade bei der Spülung Silikone drin sind. Ich habe es trotzdem aufgetragen und die Haare ausgewaschen. Fand ich ganz gut. Der Geruch ist auch richtig gut und ich muss sagen, das Packaging gefällt mir auch. Also ist richtig hübsch und ja, die Preise und so weiter und so fort werde ich euch einblenden. Nach der Haarwäsche habe ich mir eine Maske aufgetragen und zwar habe ich mir auch mitgenommen dieses Eiprotein Hair Mask, auch für kaputtes, trockenes und natürliches Haar. Hier ist aber auch genau das Problem, was wir vorhin hatten, und zwar dieses Silikon ist nämlich auch hier in dieser Haarmaske mit drin, was ich sehr schade finde. Ich habe das Ganze, ich habe mir die Haare erst entwirrt mit meiner Tangle Teaser Bürste, dann habe ich mir die Haare in den Mittelscheitel gemacht und habe die Maske von unten nach oben quasi aufgetragen. Ich habe den Ansatz ausgespart, man soll eine Haarkur nicht am Ansatz auftragen, weil die Haare sonst viel schneller fetten, und habe anschließend dann einfach eine Plastikhaube drauf getan und die Maske habe ich 15 Minuten drin gehabt und dann mit lauwarmem Wasser ausgespült und anschließend nochmal mit kaltem Wasser drüber gespült. Das schließt nämlich die Schuppenoberfläche und die Haare glänzen dadurch auch noch viel mehr. Muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Ich werde sie jetzt weiterhin noch austesten. So, und weil die Haare jetzt noch gut nass sind und feucht sind, werden wir natürlich unsere Styling-Produkte verwenden. Und zwar habe ich bei Action einmal das hier, und zwar dieses Curls Just Wanna Have Fun Anti-Frizz Hair Tonic. Ist, glaube ich, auch im Endeffekt so ein, ja, so ein Spray, Styling-Spray für Haare. Auf der Rückseite steht drauf, man soll es auf handtrocknem Haar auftragen. Mache ich nicht. Ich werde die Haare gleich nochmal ordentlich nass sprühen, bevor ich das auftrage. Und ich habe was sehr Interessantes entdeckt. Also darauf freue ich mich. Und zwar ist das einfach eine Lockencreme. Ich weiß nicht, ob es eine große Marke ist. Also sieht schon von der Verpackung her sehr hochwertig aus. Ich habe es noch nie in der Drogerie gesehen. Aber das könnte auch so ein, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das in der Drogerie auch irgendwo in der Theke stehen könnte. Und hier soll man das auch auf handtrocknem Haar auftragen. Würde ich auch nicht machen. Ich mache die Haare jetzt gleich nass. Ich werde mir die Haare nämlich in den Mittelscheitel auftragen. Und bevor ich mir die Haare style, werde ich eine Leave-In auftragen, um einfach die Haare so erstmal zu schützen vor Hitze und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt einfach den von Garnier. Das ist einer meiner Lieblings Leave-In-Conditioner, auch wenn hier Silikone drin sind, aber ich finde so, wie gesagt, bei Styling ist mir das jetzt nicht so wichtig wie bei der Haarwäsche. Ich mache jetzt eben mein Leave-In rein. So, mein Leave-In ist jetzt in den Haaren gut verteilt. Die Haare sind auch noch gut nass. Und zwar werde ich nämlich auf dieser Seite hier diese Lockencreme auftragen. Und ich gucke mir mal gleich den Unterschied zwischen beiden an. Also es riecht, das riecht so ein bisschen nach Seife. Duschgel ist auch so eine sehr, sehr cremige Konsistenz.
Also fühlt sich auch wahnsinnig weich an. Und ich habe jetzt vorsichtshalber nicht so viel drauf gemacht, weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze dosieren soll. Und dann werde ich das so sparsam auf meine Haare auftragen und werde die Haare einfach anschließend kneten. So. Ah, ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr. Ah, jetzt weiß ich, wie das riecht. Das riecht so ein bisschen wie Alverde-Produkte. So ein leicht Zitrus-Geruch. So, und dann wird geknetet. Huch. So, das Produkt habe ich mir jetzt auf meine Haare aufgetragen und ich habe sie wirklich die ganze Zeit geknetet, bestimmt 2 Minuten lang. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Endergebnis gleich aussieht. Und auf der Seite werde ich mir nämlich diesen Haartonic, dieses Haarwasser auftragen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Produkt von Langhaarmädchen. Kann ich euch sehr gerne mal in der Infobox verlinken. Das fand ich wirklich richtig gut. Und ja, also der Sprühknopf ist sehr fein und lässt sich super leicht auftragen. Und dann knete ich mir die Haare auch auf der Seite. Also ich sprühe das jetzt einfach so grob auf, bis ich so das Gefühl habe, dass die Haare gut eingesprüht sind und gut nass sind und sich gut kneten lassen. Und dann gehe ich auch schon ran ans Föhnen. Beide Produkte habe ich mir jetzt aufgetragen und ich bin echt mal gespannt. Ich werde mir die Haare jetzt föhnen und dann gucken wir uns mal gemeinsam an, welche Seite besser abgeschnitten hat. Ich muss sagen, auf der Seite habe ich das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr Frizz entsteht als jetzt auf der Seite. Da habe ich nämlich die Lockencreme aufgetragen. Wir werden uns das Endergebnis gleich ansehen und deswegen gehe ich jetzt ans Föhnen. So, und so sehen die Haare nach dem Föhn aus. Ich muss sagen, auf beiden Seiten bin ich nicht ganz so zufrieden. Also man sieht wirklich einen sehr, sehr klaren Unterschied. Auf der Seite habe ich die Lockencreme verwendet. Und ich muss sagen, die Haare definieren sich hier zwar sehr schöner und glänzen auch viel mehr. Aber trotzdem habe ich dazwischen noch so ein bisschen Frizz. Und ich habe das Gefühl, die Haare oder die Locken sind nicht so stabil in ihrer Struktur. Also da bin ich so ein bisschen anderes gewöhnt von einer Lockencreme. Man müsste das Ganze vielleicht nochmal in Kombination mit einem Schaumfestiger oder so austesten. Dann könnte man gucken, ob das Produkt ein bisschen was anderes verspricht. Und auf der Seite, wo ich quasi den Haartoner aufgetragen habe, ich habe so ein bisschen gedacht, dass das Produkt vielleicht so ein Dupe zu dem Langhaarmädchen Lockenspray sein kann. Ist aber leider überhaupt nicht so. Also die Haare sind super trocken. Ich habe viel mehr Frizz in den Haaren. Und die Haare sind einfach gar nicht so schön definiert. Und hier müsste man eventuell vielleicht die Lockencreme dazu benutzen oder einen Schaumfestiger als Ersatzprodukt oder Zusatzprodukt am besten. Und vielleicht gibt es dann ein besseres Ergebnis. Wenn ihr noch Produktempfehlungen für mich habt, die ich austesten soll auf meinem Kanal, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis bald! I'm going to go to the next one.